Frau Six, es ist mir eine Freude, dass Sie es heute hierher geschafft haben auf die Vernissage. Sie sehen sich hinter sich hängen. Wie finden Sie das Bild? Ich finde es wunderbar. Ich habe es gleich in Schwarz-Weiß nochmal in meinem Büro hängen. Und ich finde es eigentlich eine tolle Sache. Und was sie macht, ist ohnehin alles schon bewundernswert. Hier hängen ja so viele Powerfrauen. Was ist eigentlich so signifikant für eine Powerfrau? Ja, sie muss Mut haben und sie muss nach vorne streben und sie muss kein Weibchen sein, die sich in den Schönheitssalon setzt, am Golfplatz steht, sondern den Mut hat, selbst voranzumarschieren und, und den Männern zu zeigen, ich kann's. Würden Sie unsere Künstlerin heute, die Nahid, auch als Powerfrau beschreiben? Ja, gerade sie. Sie ist den Fußweg Afghanistan gelaufen und was ich bewundernswert fand, ich habe sie gesehen und es war sofort die Chemie da zwischen uns beiden. Und ich hoffe, dass diese Chemie auch weiter besteht die nächsten Jahre. Welchen Tipp würden Sie jungen Frauen geben, die eigentlich nach oben streben, um eben auch so weit zu kommen? Ich habe 5.000 Mitarbeiter und von 5.000 Mitarbeitern sind 68% Frauen. Junge Frauen unter 35 Jahren, die ich fördere. Und ich fördere auch diese jungen Frauen, wenn sie mich verlassen und weiter nach oben kommen wollen. Und ich bin gerade ausgezeichnet worden mit dem Unternehmerin des Jahres von 35.000 Frauen. Unser Glückwunsch dazu. Danke. Und ich werde ausgezeichnet mit der Goldene Victoria am 22. Oktober für den Integrationspreis, für das, was ich für Frauen mache, für meine Kinderhilfe, was ich tue, was ich bewege mit Kindern und was ich bewegt habe mit dem Unternehmen, den Namen Sixt in die Welt zu transportieren. Ich bin ganz häufig Kundin bei Ihnen. Das freut mich. Ja. Wer ist nicht Kundin? In München traut sich gar keiner anders, irgendwo hinzugehen. Ja. Da haben Sie recht. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank für das nette Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Ihnen und Ihrem Sender alles Gute. Danke Ihnen vielmals. Danke.